Miau! Wie schnell bin ich denn bitte? Ihr habt gesehen, wie schnell ich bin und das ist echt ultra krass, denn ich bin ein kleiner Baby Sonic und das ist mein erstes Jahr, wie ich geboren werde. Also was heißt geboren werde? Ich bin in einer Adoptionsstation und warte einfach auf meine ersten Eltern, bis ich mal adoptiert werde. Und dort steht schon jemand. Aber mal gucken, ob die mich adoptieren wollen. Und wenn ihr jetzt gerne mehr wissen wollt über den Lebenszyklus oder Geburt bis Tod von Sonic sehen wollt, dann lasst alle einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Denn wir werden heute die Geburt bis Tod von Sonic miterleben. Und darauf erstmal einen Vollsprint. Bin ich schnell. Alter, ich bin in maximal 2 Sekunden bis dort hinten gewesen und wieder hier gewesen. Also das geht echt richtig, richtig verdammt schnell und vor allem gut. Wow, guck dir mal dieses blaue Kind an. Sieht aus wie eine Disco-Kugel. Ich bin doch keine Disco-Kugel. Ich bin Sonic. Hey! Der sieht echt schön aus. Also ich muss sagen, mir gefällt er. Wir haben doch so ein ähnliches Kind, nur in Gelb. Da würde der Blaue ganz gut dazu passen. Warte mal, die haben ein Kind in Gelb? Wer soll denn das sein? Also ich bin blau. Wen gibt es denn noch außer Sonic in Gelb? Keine Ahnung, vielleicht wisst ihr es ja. Aber hey, ihr wollt mich vielleicht adoptieren? Ja, also wir würden dich vielleicht adoptieren, aber wie ist denn dein Name? Mein Name ist Sonic. Sonic, was ein magischer Name. Hat der dir deinen alten Großvater gegeben? Oder vielleicht deine Oma? Nö. Keine Ahnung, von denen ich meinen Namen bekommen habe. Aber hey, kleiner Sonic, wir suchen noch Nachwuchs. Komm doch mal mit. Ja, aber klar doch. Also ich meine, ich habe eh nichts zu tun. Also würde ich auch mit euch mitkommen. Na los, komm schon. Wir sind sogar mit dem Auto hier. Wir wohnen nicht weit entfernt. Du kannst sogar in Brookhaven bleiben. Warte mal, was? Alter, okay. Das ist euer Auto? Ganz genau, das ist unser Auto. Los geht's! Aber ab zum Auto! Einsteigen! Was, Alter? Ich wollte doch nicht Panzer fahren. Oh mein Gott, aber jetzt bin ich hier in so einem gefüllten Panzer. Aber jetzt geht's nach Hause. Let's go! Und ich bin sowas von gespannt, wer mein Bruder sein wird. Und oh, das ist ja mega schnell. Ey, was machst du für Unfälle hier? Tut mir leid, das Auto ist eh gepanzert. Alter, aber fahr mal nicht so schnell, Jun. Oh mein Gott, warte mal. Sag nicht, das ist unser Haus hier. Willkommen im neuen Zuhause. Und da steht auch schon dein Bruder. Mein Bruder? Warte mal, wo? Hey, mein Bruder? Hallo? Hey, ich bin's. Mein Name ist Tails. Hey, cool, dich kennenzulernen. Du bist ein Hund anscheinend. Nein, ich bin sowas wie ein Fuchs, du hast recht. Aber ich bin Miles Tails. Schön, dich kennenzulernen, Miles. Und ich bin Sonic. Wow, du bist mein Bruder. Wie cool. Ganz genau. Wir sind sowas wie Brüder. Oh mein Gott, wie cool. Aber schön, dich kennenzulernen. Das finde ich allerdings auch. Und ich sollte ich dir mal meine Fähigkeiten zeigen. Was hast du denn für Fähigkeiten? Und zwar kann ich zum Beispiel übel schnell sein. Übel schnell? Oha, wie cool! Guck dir das mal an! Let's go! Ich bin übel schnell! Wow, da wird mir fast ganz schwindelig. Auf damit! Ja, tut mir leid. Aber los, Sonny, komm mit nach oben. Schau dir die neue Wohnung an. Alles klar. Und wow, was ist das denn? Das hier ist ein Auto. Da kann man sich sogar reinsetzen. Warte mal, echt? Oh mein Gott, let's go! Ich kann hier Auto fahren in unserer Wohnung. Und Tails, zeigst du ihm noch oben alles? Okay, ich bin mal gespannt. Zeig mir mal, was gibt's hier noch alles? Hier gibt's unsere Kinderzimmer. Also das zum Beispiel ist unser Balkon. Da können wir auf jeden Fall rausgucken. Cool. Und was gibt es noch so alles hier? Naja, hier drüben haben wir meins und dein Schlafzimmer. Allerdings müssen wir uns leider ein Bett teilen. Aber das sollte doch kein Problem sein, oder? Nee, eigentlich nicht. Und was haben wir hier? Hier haben wir das Badezimmer und Schlafzimmer von unseren Eltern. Und ich sehe schon, kann es sein, dass unser Vater vielleicht ein bisschen Autos verrückt ist? Ja, ganz genau. Er liebt Autos. Naja, aber ist doch egal. Hauptsache, wir sind jetzt hier zu Hause. Oh mein Gott, Freunde, wie cool ist das denn? Ich bin in der Sonic-Familie. So, ich habe gehört, hier gibt es wohl die Wunderwaffen. Ach, mal sehen, ob ich die mit Geld erpressen kann. So, jetzt geht es los. Wen werden wir wohl entführen? Rein hier, los und jetzt direkt nach oben. Ja,
Da sind sie. Das sind meine. Okay, die werde ich auf jeden Fall beide mit nach unten nehmen. Nummer 1 und los ins Auto bringen. Und Nummer 2, weg mit dem auch noch. Alter, was ist denn nun passiert? Das war hier irgendwie gefühlt übelst laut, als wenn jemand eingebrochen ist. Aber ich lebe mittlerweile schon über 9 Jahre in dieser Familie und ich muss sagen, bis jetzt hat mich noch nichts hier gestört und ich bin echt froh, in dieser Familie zu sein. So, ich mach mal Licht an hier und, warte mal, was ist denn da los? Nichts wie weg hier. Warte mal, hey, wer bist du und was machst du hier? Ja, tschüss, ihr Idioten. Warte mal, wo wurde, da sind meine Eltern hinten drinne. Oh mein Gott, warte mal. Meine Eltern werden entführt. Ich muss Tails wecken. Tails, mein Bruder. Bruder. Du musst aufstehen. Los. Was ist denn los, Vitamine? Komm mal sofort mit. Unsere Eltern, die wurden entführt. Ich weiß nicht, wohin. Wo sind die? Nein. Irgendwas ist hier komplett schief. Tails, wir müssen irgendwas machen. Und du meinst, die sind nicht schlafen? Nein, die sind nicht schlafen. Ich hab's gerade mit meinen eigenen Augen gesehen, wie der Dieb sie entführt hat. Oh mein Gott, was? Das ist absolut gar nicht gut. Ganz genau. Wir müssen sie suchen. Vielleicht kann ich meine Superkräfte nutzen und bin mega schnell. Aber was bringt mir das? Ich weiß nicht, wo die hingefahren sind. Ich kann da nicht mehr hinterhergehen. Wir sollten vielleicht zur Polizei gehen. Ich weiß nicht. Ich meine, es wäre ein Versuch wert. Komm, wir gehen auf jeden Fall jetzt mal zur Polizei. Und ich bin da. Wo bleibst du denn? Komm jetzt, Bruder! Alter, du warst in 2 Sekunden da. Ich bin nicht so schnell. Ja gut, komm, steig auf. Los, wir müssen jetzt sofort zum Polizisten. Vielleicht kann der uns irgendwas sagen. Schönen guten Tag. Wie kann ich euch helfen? Müsst ihr nicht normalerweise im Bett sein? Ja, wir müssen im Bett sein und wir schlafen auch normalerweise an diesen Zeiten. Aber unsere Eltern, die wurden entführt. Wie alt sind eure Eltern? Unsere Eltern sind einmal 37 und 41. Also dann kann ich beim besten Willen nichts tun, denn sie sind alt genug, um mehr als 24 Stunden vom Zuhause weg zu sein. Ja, das stimmt. Okay. Aber die werden nicht wiederkommen, weil die entführt wurden. Da bist du dir sicher. Vielleicht war das auch ein Freund von euch. Nein, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Wirklich. Wir müssen irgendwas machen. Es tut uns leid. Wir können da erstmal nichts machen. Wir müssen noch ein paar Stunden abwarten. Was eine Hilfe. Oh mein Gott, komm, Tails. Wenn der uns nicht helfen will, dann müssen wir irgendwie einen anderen Plan suchen. Komm, wir müssen uns auf jeden Fall einen Plan machen, wie wir vielleicht den Räuber oder so entdecken oder herausfinden. Keine Ahnung. Oh ja, du hast sowas von recht. Wir müssen unsere Eltern wiederfinden. Gut, wir machen uns jetzt einen Plan und hoffen, dass unsere Eltern vielleicht doch wiederkommen und es einfach nur ein blöder Scherz oder so von denen war. Naja, gut, Freunde, hoffen wir mal das Beste. Oh, Mann. Ey, wir sind schon so lange in der Stadt und meine Eltern sind schon über 35 Jahre lang verschwunden. Ich denke jeden Tag an meine Eltern, aber ich habe keinen Plan, wo die sein könnten. Ich auch nicht. Oh Mann. Aber komm, wir machen die alltägliche Routine. Wir fahren mit dem Fahrrad durch die Stadt in der Hoffnung, dass wir jemanden sehen. Ganz genau. Das hoffen wir. Unsere alltägliche Kontrolle. Ganz genau, denn wir kontrollieren, ob wir denn irgendwie jemanden sehen, der vielleicht Spuren auf unsere Eltern hat. Ich meine, es ist so unwahrscheinlich. Aber was sollen wir machen? Es ist besser, als gar nichts zu tun. Und der Polizist, ja, die konnten uns auch nicht helfen. Die haben zwar nach unseren Eltern gesucht, aber haben leider keine Informationen gehabt oder so. Also bleibt es alles nur an uns kleben. Also komm, wir gehen auf jeden Fall jetzt in die Stadt und gucken uns ein bisschen um. Ich meine, so viel Hoffnung nach 35 Jahren habe ich echt nicht mehr. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich bin schon so müde. Vielleicht sollten wir unsere Eltern einfach vergessen. Nein, das könnte natürlich nicht in die Tüte. Vitamine, dreh dich mal um. Warte mal. Oh mein Gott, warte mal. Das Auto kenne ich. Ja, du meintest doch schwarz. Und das kommt dir bekannt vor. Ja, und das Kennzeichen ist Baby 08151. Das war ungefähr das gleiche wie bei der Entführung. Vitamine, da drinne. Er könnte es sein. Du hast recht. Warte mal, ich habe einen Plan. Wir müssen uns in das Auto setzen. Warte mal, was? Bist du verrückt? Wir können uns doch nicht in das Auto setzen. Und ob wir das können? Komm, wir setzen uns schleichend da uns rein und dann müssen wir hoffen, dass er uns mitnimmt. Oh mein Gott, so eine dämliche Aktion, aber vielleicht bringt es uns zu unseren Eltern. So, endlich geht's wieder nach Hause.
und Vitamine, er fährt los. Ja, er fährt tatsächlich los. Und ich bin gespannt, wo wir hinkommen werden. Und wenn das uns wirklich zu unseren Eltern bringt, dann haben wir den Jackpot. Und wenn, dann werde ich ihn erstmal schwindelig laufen. Denn ich habe hier die Fähigkeit, dass ich ultra schnell laufen kann. Und ich werde so oft um ihn rumlaufen, dass ihm einfach komplett schwindelig wird. Und, oh mein Gott, Vitamine, guck mal, da drinnen, da sind unsere Eltern. Warte mal, wirklich, du hast recht, unsere Eltern. Wann werden wir denn endlich freigelassen? Ja, bitte lasst uns frei. Nichts da, ich werde euch niemals freilassen, sonst wandere ich ins Gefängnis. Okay, komm Tails, wir steigen beide aus. Ich habe eine gute Idee, du bewachst das Auto, damit der nicht weiterfährt und ich werde jetzt meine Fähigkeit einsetzen. Okay, Vitamine, ich bin echt gespannt, was du da machen wirst. Ich rufe ihn raus und werde ihm schwindlig laufen. Hey, du da! Hä? Warte mal, was machst du hier? Komm mal her, ich wollte dir was sagen. Wer bist du zum Teufel? Und jetzt, Freunde, ganz, ganz schnell laufen. Und fertig! Boom! Na, wie gefällt es dir? Oh, mir schwindelig, ich sehe Sterne. Komm, Tails, und nun befreien wir unsere Eltern. Sonic, Tails, da seid ihr. Ihr habt uns so gefehlt. Kommt frei, wir nehmen euch wieder mit. Wir hauen ab in Brookhaven. Das kann nicht sein. Ich habe ihn auf jeden Fall erstmal schwindelig gelaufen. Und jetzt seid ihr wieder frei. Oh, ihr habt uns gerettet. Keine Sorge, dafür sind doch die Söhne da, dass sie ihre Eltern retten. Natürlich! Aber Freunde, ich denke, jetzt soll es erstmal gewesen sein. Wir sind auf jeden Fall jetzt glücklich und werden diesen bösen Banditen dort noch einsperren. Wenn euch das Video gefallen hat von Sonic, den Lebenszyklus, dann lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine neuen coolen Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen coolen Video. Bis dahin, tschüss!